Bleibt die Wahl eures bevorzugten Killzone-Soldaten bestimmt maßgeblich die Art und Weise, wie ihr die 11 ausgedehnten Level des Science-Fiction-Shooters bestreitet. Anhand der zweiten Mission mit dem Namen Neue Verbündete zeigen wir euch, wie sich die Spielweise je nach Protagonist ändert. Während wir uns mit Truppenführer Templer ohne große Taktik durch die düsteren U-Bahn-Schächte kämpfen, verlangt uns Schleichexpertin Luga umsichtiges Vorgehen und möglichst unauffälliges Verhalten ab. Körperlich schwächer als ihre männlichen Kollegen und mit deutlich reduzierter Feuerkraft ausgestattet, würde die zarte Geheimniskrämerin ein offenes Feuergefecht nicht lange überstehen. Leise anpirschen und aus dem Dunkel heraus zuschlagen, lautet also die Devise, wenn ihr euch für Luga entscheidet. Wir versuchen, zu unserem Trupp zurückzukommen. Folgen Sie uns! Los geht's! Wir bleiben bei der Schattenfrau. Hier stehen wir vor einem echten Problem. Die Helgas-Truppen haben sich in dem gegenüberliegenden Gebäude verschanzt und den Weg für unser Team verbarrikadiert. Unsere Aufgabe ist es nun, die andere Seite der hart umkämpften Brücke zu erreichen, per Sprengladung einen Zugang für unsere Soldaten zu schaffen und möglichst unverletzt zu unserem Heldentrupp wiederzukehren. Weil wir bei der Brückenüberquerung aber quasi auf dem Präsentierteller stehen, gibt uns unser CPU-Kollege Feuerschutz und ermöglicht uns so ein halbwegs sicheres Vorwärtskommen. Endlich haben wir das Tor erreicht. Wir machen die Ladung scharf und hetzen zu unserem Team zurück. Auftrag ausgeführt. Gute Arbeit. Hier drüben! Dieselbe Situation, diesmal aus der Sicht Templers. Mussten wir uns eben noch als Luga ins bleihaltige Freie wagen, haben wir es als Allround-Soldat Templer deutlich sicherer. Mit dem flugs gegriffenen Scharfschützengewehr beobachten wir die andere Gebäudeseite auf feindliche Aktivitäten hin und ermöglichen unserer Kollegin einen freien Laufweg zum Tor am anderen Ende der Brücke. Wenn unser Zielwasser nicht versagt hat, erreicht Luga wohlbehalten ihr Ziel und sprengt uns den Weg frei. Ihr seht also, ohne Teamwork geht hier gar nichts. Im letzten Abschnitt des zweiten Levels müssen wir uns durch einen vor Hellgast-Horden nur so wimmelnden Stadtpark schlagen. Obwohl die sanften Fliederbüsche eigentlich optimale Versteckmöglichkeiten bieten, bevorzugt Macho Templer lieber den direkten Weg. Statt sich geschickt an die Feinde ranzuschleichen, sucht er das offene Feuergefecht. Natürlich ist das die einfachste und schnellste Lösungsmöglichkeit. Nachwuchs-Rambos sollten trotzdem ihre Lebensanzeige im Auge behalten. Die Hellgast wehren sich nämlich mit allen verfügbaren Mitteln. Auch vor mächtigen Flakgeschützen zeigt Templer keine Angst und rennt schnurstracks drauf zu. Nicht sehr elegant, aber äußerst vielversprechend. Subtil geht der Teamleader nicht gerade vor. Ihr habt es erraten. Kollegin Luga geht deutlich anders an die Sache ran. Für ihren Geschmack kreuchen ihr deutlich zu viele Finsterlinge im Park rum. Eine offene Konfrontation würde sie kaum überstehen. Folglich tut sie genau das, wovon Templer nichts wissen wollte. Sie nutzt jeden Strauch und jeden Busch zur perfekten Tarnung und schlägt eiskalt aus dem Dunkel zu. Während sich ihr Mitstreiter lieber Aug in Aug mit den Feindesschergen misst, geht Luga weitaus unauffälliger zur Sache. So kann schließlich auch das Flakgeschütz eingenommen werden. Für welchen der beiden Charaktere und damit auch Lösungswege ihr euch entscheidet, bleibt ganz euch überlassen. Jetzt komm ich!